Hallo Freunde der Nacht, da sind wir wieder. Und zwar habe ich ein bisschen Zeit verbracht, meinen Charakter aufzubauen, ein paar Informationen zusammenzusuchen, ohne das Ganze aufzunehmen. Ja, was gibt's jetzt Neues? Eigentlich gar nicht so viel. Wir haben uns zwei neue Level-Ups beschert. Ich glaube sogar nur eins vom letzten Stream. Und ja, wir haben einen neuen Skill, der ziemlich gut reinhaut. Ich suche jetzt mal kurz einen Gegner. Genau, die Spore-Walker. Mit denen habe ich ein bisschen trainiert. Die geben nämlich gute 206 Experience Points pro Kill. Und einer der neuen Skills ist zum Beispiel der hier, der richtig dick Schaden macht. Wie man sieht, habe ich auch ein bisschen dran gefeilt, ein bisschen taktischer zu kämpfen. Ah, wer da trotzdem getroffen, aber das macht nichts. Wir halten für den Anfang eigentlich eine ziemlich große Menge aus. So. Ich will mal kurz demonstrieren. Normaler Angriff macht um die 30 Schaden, der neue Skill macht dahingegen fast 200 Schaden. Ja. Yay, neues Level Up, sehr gut. Von Items her hat sich leider nicht so viel verändert. Ich habe herausgefunden, dass man in die Items, sofern ein Slot vorhanden ist, Kristalle reinlegen kann, die dann irgendwie besondere Effekte boosten oder ja, verschiedene Effekte haben. So viele hatte ich bisher noch nicht. Der hier, Provide MP Regeneration, gibt mir scheinbar alle 5 Sekunden 18 MP zurück. Ob das viel ist, kann ich noch momentan gar nicht einschätzen, weil ich eigentlich unendlich viel MP habe. So scheint es mir jedenfalls. Was macht das nun mal? Genau, das macht mich in den Kämpfen schneller, was für einen langsamen Mage eigentlich ganz cool ist. Dasselbe kann man auch in den Rüstungen machen. Das macht mein Movement Speed außerhalb der Kämpfe ein bisschen besser. Bringt jetzt wahrscheinlich nicht so viel, aber naja, ist auch erst der Anfang. So, laufen wir rum. Ich habe auch schon ein paar Quests gemacht. Tut mir leid, ich bin heute irgendwie nicht versprecherresistent. Die Quests hier am Anfang in der Stadt bringen hauptsächlich das, dass man lernt, was die grundsätzlichen Features sind. Zum Beispiel, dass man Lager aufmachen kann, um die herum man sich schneller regeneriert. Wie man Bomben legt, wie man Bomben wirft. Vielleicht kann ich jetzt kurz demonstrieren. Ich habe hier unten keine Bomben mehr. Und doch. 10 Bomben, legen wir die mal rein. Was eigentlich jetzt ein ziemlich cooler Effekt ist. Ah, hier kann man sehen. Ein anderer Spieler benutzt es gerade. Na, wirf eine Bombe. Lauf nicht weg. Tu es. Genau. Ich werf auch mal eine. Dann seht ihr mal, wie viel Schaden die machen. Okay. Ja, scheinbar funktioniert das nur im Trainingsmodus. Wenn man diesen NPC anspricht und die Bomben festmacht, dann schalten sich diese Dinger frei und man kann die mit den Bomben angreifen, was eigentlich ein ziemlich cooler Effekt ist. Vielleicht werfe ich gleich mal ein paar Bomben auf die Gegner. Hier scheint es irgendwie so ein kleines Pad zu geben. Keine Ahnung, was ein anderer Spieler hingelegt hat oder was auch immer. Wenn man damit interactet, kann man nur Sachen kaufen. Also der Sinn von diesen kleinen Dingern erschließt sich mir noch nicht, aber naja, wir sind auch erst blutige Anfänger. Gucken wir ein bisschen raus und machen mal die nächste Quest. Nein, nicht mit dem Ding reden, mit ihr reden. So, was müssen wir machen? Alles klar. 1000 Experience Points, das ist schon mal ganz nett. So. So, wir müssen jetzt scheinbar Stolen Equipment von Stonebeaks Nothing, aber wir müssen einfach irgendwas zurückholen. Und ich frage mich, normalerweise wird immer ein Icon angezeigt, wo man eigentlich hin muss, aber in diesem Fall wohl nicht. Take back Stolen Equipment from Stonebeaks Northeast of the Supply Base, okay. Ja, ich würde lügen, wenn ich wüsste, wo wir jetzt hin müssen. Gehen wir einfach mal, wenn wir davon ausgehen, dass das hier die Supply Base ist, gehen wir einfach mal in Richtung Nordosten. Vielleicht fällt uns dann auf den Weg ein, was man so machen muss. Ah, doch, da ist jetzt irgendwie ein Ausrufezeichen. Ich glaube, da müssen wir doch dahin. Obwohl das nicht wirklich der Nordosten ist. Aber dann können wir schon mal ein bisschen
mehr von der Welt von Terra sehen. Wir sind zwar immer noch in diesem grünen Wiesengelände. Ich bin hundertprozentig sicher, dass es da noch viel, viel coolere Gegenden gibt, aber allein das schon ist eigentlich schon ziemlich schick. Hier sind wir wieder in der Tower Base, da wollen wir nicht hin. Ich fürchte, wir sind hier extrem falsch. Laufen wir einfach mal zu dem Ausrufezeichen. Okay, das scheint einfach nur eine andere Quest zu sein. Nehmen wir die einfach mal an, komm. Ah, 안녕하세요. Okay, auch hier bin ich ein ganz kleines bisschen verwirrt, was ich machen muss. Ich glaube, hier erklärt das nochmal. Okay, so wie ich das sehe, müssen wir einfach die kleinen Schweinchen töten. Ohne dabei irgendwie selbst zu kassieren. Ah, da haben wir direkt schon ein kleines Rudel. Und dann könnt ihr auch gleich mal sehen, wie der neue Skill sich verhält. Und zwar hat er einen leichten Area of Effect, das heißt, der trifft nicht nur ein Ziel, sondern direkt mehrere, wenn die sich in einem bestimmten Radius befinden. Okay, soviel dazu. Ich habe die Range wohl wesentlich höher eingeschätzt, als sie tatsächlich ist. Und auch wieder schlecht getimt. Kaum fange ich an, wieder aufzunehmen, spiele ich total beschissen. Wie so oft. Die Frage ist, ich habe jetzt nur zwei Perfect oder Clean Hits, Kills bekommen. Die Frage ist, was jetzt genau so ein Clean Kill genau ist. Das habe ich jetzt irgendwie wieder verpasst. Weil ich nie die Texte lese, weil ich so ein fauler Mensch bin. Okay. Aber hier habe ich wieder zum Beispiel drei mit einem Streich getötet und nur zwei galten wieder als Clean Hit. Also, so wie ich das sehe, töte ich jetzt einfach ganz viele von denen und irgendwann werde ich schon alle haben. So, wo gibt's denn mehr? Vorne, sehr gut. Jetzt haben wir schon mal 9 Clean Kills. Was auch immer das bedeutet. Ich habe auch ein bisschen im Internet gesucht, ob man ein paar zusätzliche Informationen zu Terra kriegt. Also, was zum Beispiel die Unterschiede zwischen den Rassen sind, ob es irgendwelche unique Skills gibt und ob es überhaupt sowas wie ein Skilltree schon gibt. Aber scheinbar ist da echt Bedarf an neuen Informationszufuhr. Stellen. Ah, okay, da haben wir schon 12. Deswegen werde ich mal heute probieren. Ah, da spawnt was. Die Sachen selbst rauszufinden, die noch gar nicht so gut dokumentiert sind im Internet. Das wundert mich eigentlich, weil die koreanische Version ja schon längst draußen ist. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass viel, viel mehr Informationen durchgesickert sind, soweit. Aber naja. So, beenden wir die Quest. Jawohl, sehr gut. So, wird das Ding besser sein? Replaces 5. Ja, ist eindeutig besser. Nehmen wir. Ändert sich leider optisch nichts. Ich finde es ja echt schade, dass mir das schöne Kostüm, das ich am Anfang gewählt habe, verwehrt bleibt und ich immer noch mit diesen seltsamen Lederdress rumlaufen muss, das ich persönlich nicht als ganz schick ansehe. So, was ich mich jetzt frage, ist, was dieses Stolen Equipment Ding ist.
Aber egal. Machen wir nochmal eine andere Quest. Yeah만 지킨다면 종족은 상관없어. Da, da. Okay, was muss ich holen? 연합 사람들은 마음에 okay, 들어. Ja. Dann müssen wir jetzt ein bisschen Sachen farmen. Okay, das ist schon mal das Erste. Kann ich das direkt nochmal machen? Also wie man sieht, kann man sich in der ganzen Welt von Terra entweder Steine oder Kräuter oder alles mögliche zusammensuchen und das für Crafting später benutzen, so wie ich das jetzt sehe, momentan. Okay, das war jetzt eine ziemlich einfache Quest. Ja. Machen wir mal weiter. So, fahren wir hier mal. Vielleicht gibt es da irgendwie ein super, total rares Item. Okay, geht scheinbar nicht. Egal. Ich habe jetzt übrigens auch rausgefunden, wieso ich scheinbar extrem viel MP habe. Jetzt warte mal drauf, und zwar, wie viel verbraucht jetzt die normale Attacke? Die verbraucht 10 MP. Das heißt, benutzen wir das mal. Das wird verbraucht und ich krieg's quasi sofort wieder zurück. Also. Ja, komm. Ah, geht doch. Also ich krieg scheinbar alle paar Sekunden wieder eine bestimmte Anzahl an MP zurück. Und das überschneidet sich meistens mit dem, was ich gerade ausgebe, sodass es für mich so scheint, als ob ich endlos viel MP hätte. Wahrscheinlich ändert sich das mit späteren Skills, die einfach extrem viel MP kosten. So, was macht der Mann? Ah, hier können wir uns noch ein Item aussuchen, was wir als Reward wollen. Das finde ich cool. Was gibt's denn hier? Heals 5% auf ihrem MP. Okay, cool. Ja, nehmen wir das mal. Stamina habe ich rausgefunden, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Muss ich das reinziehen? Hallo? Ja, ich nehme einfach mal an, dass der das angenommen hat. Ja, und jetzt müssen wir rausfinden, wo es die Mana-Kristalle gibt. Elementals um die Base herum. Okay, was sind Elementals? Vielleicht rede ich nochmal. Vielleicht. Ich sollte mir echt angewöhnen, dass ich mir die Texte ein bisschen besser durchlese. So, Base is the center of the water. So, the elements are directly below the arm spinning thing. Okay. Okay, das scheinen diese Spore-Dinger zu sein. Spore-Walker. Also jedenfalls passt die Beschreibung eigentlich ganz gut. Habe ich vielleicht schon mal Mana-Kristalle aufgenommen? Kann das sein? Die Frage ist, ob das hier Kristalle sind, aber das glaube ich eigentlich kaum. Ja, ich greife die einfach mal an. Gold bekommen. Okay, wir haben scheinbar einen Mana-Kristall bekommen. Wo auch immer das jetzt herkam. Ist das irgendwie in Items drin? Ja. Ein ganz kleines bisschen bin ich verwirrt. Also scheinbar ist die Aufgabe jetzt einfach nur 10 von diesen Dingern zu töten. Deswegen machen wir es mal. Also scheinen Mana-Kristalle nicht wirklich Items zu sein. Oh, gleich rollen die, wie kleine Goronen. Ah, lassen wir uns nicht verstopfen.